Servus zusammen, es ist Samstag, es ist 17.39 Uhr und ich habe tatsächlich ein bisschen Zeit, bevor ich jetzt gleich auf so eine Feier gehe. Und da habe ich gedacht, da hat sich jemand PayPal gewünscht, die nehme ich mal ganz kurz rein. Und Nasdaq, ja, weil das war gestern ganz interessant am Freitag. Und das vergleiche ich ganz kurz mit dem Dow und mit dem Standard & Poor. Machen wir erstmal PayPal. Das ist der PayPal-Wochenchart. Ich benutze kein PayPal, ich habe das nicht. Ab und zu wurde ich mal aufgefordert, da irgendwas zu machen. Ich mache da gar nichts. Ja. Ist nicht mein Ding, ist nicht meine Welt. Ja, ich habe meine Kreditkarten. Mal schauen, wie lange noch. Das ist der Wochenchart, wie gesagt. Eine Kerze, eine Woche. Und das ist schon bitter hier. Wenn ich das richtig gerechnet habe, waren die PayPal bei 306 Milliarden. Ich hole mal hier gerade das Ding hoch. Das werden jetzt leider die Handynutzer nicht so lesen können. Aber ich lese es mal vor. Die haben jetzt eine Bewertung von 85 Milliarden Euro. Und nach allem, was ich da gesehen habe, waren die also 306 Milliarden Euro wert hier oben. Das ist bitterböse. Also das ist schon heftig. Ja. Wie auch immer, Zahlen kommen erst wieder am 27.07. Das ist der Q2-Bericht. Ich wüsste jetzt nicht, was die da nennenswert noch hätten verschlechtern können gegenüber Q1. Ich wüsste es nicht, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Die haben, wie ich finde, recht interessante Zahlen. KUV von 3,5, ein KGV von 22. Ich finde, das geht. Irgendwo habe ich es heute gelesen, ich glaube, es war die Euro am Sonntag, dass das sogar wieder ein Value-Wert sein soll. Ja gut, ja. Ach, hier unten steht es auch. Aber das seht ihr nicht. Ne? Meta, Netflix, PayPal sind jetzt Value-Aktien. Gut, ja, das weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen muss. Aber, jetzt nehme ich das hier raus, wenn ich diese ganze Bewegung sehe, und schauen wir dann hier die Technik an. Einmal hier über den Oszillator. Der ist immer noch tief und der ist tief seit dem Oktober letzten Jahres. Das ist echt verrückt. Ein Wahnsinn. Einfach nur drauf getroschen. Ja, hoffentlich liegen da nicht so viele Sparpläne drin. Und das fängt jetzt hier überall an, über die traditionelle, über die moderne Sichtweise, sich zu stabilisieren. Also von der Wochensicht her ist es für mich kein Short mehr. Rein vom Chart her ist dieser ganze Bereich hier, da, das geht hier hinten los. Wann war denn das? Das war im November 2017. Oft gehandelt sollte eigentlich eine ganz gute Unterstützung sein. Gehen wir mal auf den Tag. Und ich habe hier mal so eine kleine Trendlinie eingezeichnet. Die muss man ein bisschen größer machen, dass man die besser sieht. Das Interessante daran ist, also auf den ersten Blick, die Technik dreht jetzt hier ordentlich hoch. Und hier auch über das MACD. Wir waren am unteren Band. Wir sind in der Nähe der 20-Tage-Linie. Das wird gleich beim Nasdaq, beim Standard & Poor und beim Dow Jones auch nochmal ein Thema sein. Wir sind hier kurz davor. Aber dieser kleine Trend hier, wenn wir den brechen, insbesondere wenn wir den Bereich von 89 brechen, das ist ja hier der Dollar-Chart, und da stehen sie momentan, wo ist der letzte Stand hier, bei Close 77,68. Das ist nicht viel hier. Das sind 12 Dollar. Das können die ganz flott machen. Dann ist das Ding frei. Mit Ziel, bitte nicht lachen, 200-Tage-Linie, aber nicht in den nächsten 4 Wochen, sondern vielleicht so im Viertel oder halben Jahr. Ich finde, die sehen eigentlich ganz gut aus. Das ist für mich kein Short mehr. Ich habe euch diese Scheine hier mitgebracht. Und zwar nur Calls. Ich habe gar keine Puts, die Mühe habe ich mir jetzt gar nicht gemacht. Ich rechne nicht damit, dass die hier drunter gehen. Ich habe 3 verschiedene Arten. Ich wurde immer mal angesprochen, du nimmst immer so heiße Calls und die haben dann Hebel von 15 aufwärts, ob ich nicht mal ein paar tiefere nehmen könnte. Ja, warum nicht? Ja? Statt dass man sich die Aktie kauft, kann man ja auch sowas hier nehmen mit dem Hebel 3,4 oder 4,3 oder 6,0. Ich habe herausgefunden, dass die UniCredit in diesem Fall von allen die besten Scheine hatten. Und ich fange mal an mit dem hier. Das ist eine Basis 55,06. Da sind wir irgendwo hier. Das ist also relativ weit weg. Hebel von 3,4. Das ist die HB7M1C. Dann haben wir den 59,92er. Das ist die HB6K0R. Das ist der 4,3er. Und ich habe einen 65er. Der ist also jetzt ein bisschen heißer. Also 65 Dollar. Ne? HB5UJ1. 6er Hebel. 65,01, da sind wir hier. Unterhalb, den habe ich deswegen genommen, wir sind relativ knapp unterhalb des unteren Bandes. Den würde ich allerdings, wenn man den jetzt schon kauft, stoppen, also bei 69 spätestens, wenn wir hier drunter sind. Vor allen Dingen, wenn der Schlusskurs unter 9 oder an 69 ist. Also ich finde, da muss man sich nicht mehr so viel Sorgen machen. Und jetzt gehe ich zum eigentlichen Thema, das ist der Nasdaq. Hier ist er, auf Tagessicht.
Und das gleich mal im Vergleich von vornherein. Der Nasdaq ist über die 20-Tage-Linie drüber. Gucken wir mal den Dow. Der ist noch ganz kurz davor. Die ist bei 31.600 und der Dow rechnet bei 31.431. Dow ist kurz davor. Machen wir mal Standpur, dass man es auch sieht, ist auch kurz davor. Das heißt, der Nasdaq ist, jetzt gehen wir wieder zurück, ist schneller. Nur mal ganz kurz zum Vergleich nochmal. Ich habe es im Film gezeigt, dass der DAX, schlupp, ui, das sieht man jetzt natürlich nicht so schön, die ist hier oben, die ist weit weg. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, der DAX hat mehr Potenzial, aber die Geschwindigkeit bekommt dann der Nasdaq vor. Ihr erinnert euch vielleicht, gehen wir zurück auf den Nasdaq, dass ich neulich so einen Trade vorgestellt hatte, Nasdaq Long und DAX Short. Da bin ich eingegangen bei 2250 Punkten, dann ging er mal runter auf 1700, habe ich einen Teil zugemacht, dann ging er wieder hoch auf 2050, habe ich es wieder aufgemacht. Ich habe das am Freitag oder am Donnerstag, weiß ich nicht mehr, zugemacht mit 1142 Punkten. Die Position existiert nicht mehr und es waren rund 1100 Punkte. Und das ist nicht, weil der DAX so viel gefallen ist, sondern weil der Nasdaq so schnell gestiegen ist. Also von den drei eben genannten Indizes ist der Nasdaq der schnellste. Muss ich ganz klar sagen. Wir sind weiter positiv hier über das MACD, wir sind positiv über den Oszillator, der hat ordentliches Momentum. Viele Werte sehen so aus wie PayPal eben. Ja, da haben wir Netflix, ach, und wie sie alle heißen. Relativ tiefe Technik, nicht nur im Tag, sondern auch im Wochenvergleich. Relativ tiefe Technik und die dreht nach oben. Also grundsätzlich gehe ich davon aus, wenn jetzt hier übers Wochenende nichts irgendwie ganz dramatisch Negatives passiert, dann fliegt da am Montag, Dienstag, Mittwoch alle Indizes eher weiter nach oben. Beim DAX hat ja ausgegeben sowas wie 13.500 zu 550. Ja, hier haben wir im Nasdaq ein Mini-Gap, das ist bei 12.266. Ja, das macht er in einer halben Stunde. Und hochinteressant wird es über diesen Punkt hier, das ist die 12.892. Das ist nicht viel, das sind 800 Punkte. Ja, das kann ganz schnell gehen. Wir hatten ja schon am Freitag waren das 3,1%, die ja gestiegen ist, und das sind auch 360 Punkte. Also es kann ganz fix gehen. Vor allen Dingen habe ich den Eindruck, dass es nach wie vor, die Leute sprechen die Märkte zu schlecht. Ich hatte dieses Beispiel gebracht mit den verschiedenen Vorgaben. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir hier insbesondere eine Trendwende haben und jetzt nur noch hier irgendwo hier oben hingehen. Das nicht. Bisher ist auch das hier, genau wie im DAX, nur eine Korrektur im Downtrend. Aber der Downtrend gilt als interrupted, wenn wir über 12.902 gehen. Also das wird super spannend. Und also ich freue mich echt auf nächste Woche. Ich bin leider nicht allzu oft da, was für euch den Vorteil hat. Ich nicht da, gleich hohe Wolle. Aber ich werde schon noch vor der Mühle sitzen, so ist nicht. So, jetzt hole ich mal ein paar Scheine hoch. Und zwar, als Call habe ich mir den hier ausgesucht, 11.306er. Damit liegen wir hier drunter. Unter dieser Kerze hier, 11.306, das ist momentan Hebel 15, halte ich für vertretbar, ist die GK6 Emil Cäsar. Und den Put, den habe ich hinter eben dieses letzte Verlaufshoch gelegt. Noch nicht mal bei 13.000, das haben wir hier noch nicht mal gesehen, das ist mir echt ein bisschen zu heiß, sondern 13.206, das ist die GK4Q GL, Hebel 11. Da warte ich aber, denn ich will den wissen, ich möchte schauen, wie verhält sich der Markt hier oben, wenn er da hochgeht und ich rechne damit. Vor dem Hintergrund, dass jetzt nichts Wildes am Wochenende irgendwo irgendwie passiert. Aber das ist der Schein, den ich da ausgesucht habe. Sollten wir hier drüber schließen, also über der 12.990 schließen, gehe ich davon aus, dass wir auch relativ flott in Richtung 200-Tage-Linie gehen. Eins wollte ich noch kurz mit euch machen. Ich wollte mir mal die Woche anschauen. Zeiteinheit, Woche, wo ist sie? Hier. Ja, wir haben fast die 200-Wochen-Linie touchiert, 10.817. Und die Möglichkeit besteht auch immer noch, dass wir das mal ausfüllen hier. Aber sie ist momentan recht gering. Wir kriegen einen kleinen Knack in der traditionellen Sichtweise. Wir werden über die Wochensicht leicht positiv. Es fehlt noch eine Bestätigung über die moderne Sichtweise im MACD. Die Stochastik fängt an zu drehen, ohne ein gültiges Kaufsignal zu geben. Ich denke einfach, der hat sich seine
Sporen hier dahingehend verdient, der hat sich deutlich abgebaut. Kurzfristig rechne ich mit einer Bear Market Rally zur 20-Wochen-Linie. Und da sind wir bei 13.215. Also ich gebe dem locker nochmal die 1.000 Punkte. So, und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Auf deine Baba.